Ich bin Josef Weißenböck, Leiter der Hochschuldidaktikabteilung Skill an der FH St. Pölten und in dieser Rolle auch verantwortlich für die Programmplanung des Tags der Lehre. Und im Rahmen unserer Vorberichterstattung zum Tag der Lehre freue ich mich sehr, heute zwei besonders spannende Player bei unserer Veranstaltung zu begrüßen, beide auch schon im Bild und fröhlich drauf. Ja, darf ich euch bitten, euch kurz vorzustellen? Ja, hallo, auch von meiner Seite her. Mein Name ist Teresa Sposato. Ich bin selbstständige Grafikdesignerin und auch Lehrbeauftragte in den Bereichen Design und Design Thinking an der FH in St. Pölten und an der FH Oberösterreich und beschäftige mich sehr intensiv mit dem Thema Visualisierung und Visual Thinking. Ja, hallo, ich bin der Christian Freislim. Ich bin ja bekanntermaßen ein Kollege von diesem großartigen Sepp Weißenböck und darf diesen Tag der Lehre mitverantworten. Und was auch total cool ist, ist, dass ich mit der Theresa gemeinsam was zur Visualisierung machen kann, was insofern spannend ist, also als ich vor einem Jahr noch der festen Überzeugung war, dass ich sowas überhaupt nicht kann. Und da habe ich ganz viel dazugelernt und das ist auch der Theresa zu verdanken. Ja, Visualisierung war schon das entscheidende Stichwort. Das wird euer inhaltlicher Beitrag zum Tag der Lehre sein. Ja, jetzt nehme ich einfach einmal die Perspektive des interessierten Teilnehmers an der Tagung ein, des Interessierten an eurem Workshop. Was darf ich mir da erwarten? Ja, also beim Workshop, es geht um Visualisierung, wie wir jetzt schon gehört haben. Wir werden natürlich zeichnen, zeichnen, zeichnen. Und wie der Christian gerade gesagt hat, er hat nie gedacht, dass er zeichnen kann oder zeichnen lernen kann. Das ist immer so ein Vorurteil, das man vielleicht hat oder ein Missverständnis in unserer Gesellschaft, dass man nicht zeichnen kann oder das irgendwann verlernt. Und dem ist nicht so. Also es geht ja beim Zeichnen, gerade im Kontext der Hochschullehre und bei Visualisierungen, nicht darum, dass wir jetzt Kunstwerke erschaffen, die jetzt besonders ästhetisch und schön fürs Auge sind, sondern es geht ja vielmehr darum, dass wir Wissen darstellen, dass wir Emotionen darstellen, dass wir uns ausdrücken in dieser gewissen Art und Weise und des anderen dann darstellen und präsentieren, sodass die wiederum, die diese Zeichnungen betrachten, auch Assoziationen dazu bekommen und wir gemeinsam beispielsweise Wissen weiterentwickeln, komplexes Wissen darstellen und das einfach aufarbeiten und tiefer verstehen lernen. Tiefer verstehen ist natürlich. Ja, genau. Tiefer verstehen ist bitte. Natürlich im Zusammenhang mit unserem Tagungsthema vom Tag der Lehre ein hervorragendes Stichwort. Ohnehin eine Frage, die wir an die meisten Player beim Tag der Lehre im Vorfeld stellen. Wo seht ihr so die entscheidenden Verbindungen zum Tagungsthema, zu Deeper Learning? Welche konkreten Potenziale hat da Visualisierung und unterschiedliche Methoden dazu? Ja, also zum einen geht es auch darum, implizites Wissen ein Stück weit sichtbar zu machen, beziehungsweise so Denkprozesse zu begleiten und zu einem kollaborativen Denken und Lernen beizutragen. Wir werden vor allem auch mit Techniken arbeiten wie Grids and Gestures. Das ist so eine Form, die eigentlich aus der Comic-Welt kommt, aber die ganz spannend ist, um Lernprozesse zu planen und auch zu reflektieren. Und das andere sind Rich Pictures. Da kann man wirklich auf eine sehr einfache und vielfältige Art und Weise Lernthemen auch sichtbar machen und dadurch begreifbar machen und eben, wie die Theresa gesagt hat, gemeinsam weiterentwickeln. Das ist das ganz, ganz große Potenzial, wo es dann wirklich auch sehr schnell und sehr stark in die Tiefe geht. Zum einen, weil Wissen von den Anwesenden genutzt wird und gleichzeitig zusammengetragen und schon sehr schöne illustrative Beispiele, was wir dann letztlich in diesem Workshop gemeinsam erarbeiten werden. Fällt dir, Theresa, da was ein oder was dir besonders wichtig ist von einem methodischen Zugang zur Visualisierung, worauf wir uns freuen dürfen? Ja, experimentieren, das wird ein Stichwort sein. Also wir werden vieles ausprobieren, wir werden sehr viele verschiedene Materialien auch kennenlernen, also jetzt Stifte, und verschiedene
Also verschiedene visuelle Darstellungen, so ein gewisses visuelles Vokabular werden wir uns erarbeiten und auch kennenlernen, was eigentlich das visuelle Alphabet ist. Ja, also sehr viele spannende Dinge und wir werden sehr viel tun, sehr viel zeichnen und ausprobieren. In diesem Sinne bin ich mir absolut sicher, euer Workshop wird ganz stark nachgefragt sein am Tag der Lehre. Und ihr werdet viele hochengagierte Player haben in eurem Workshop. In diesem Sinne freue ich mich schon sehr auf euren Auftritt. Ja, und darf an der Stelle nur noch den Appell noch draußen geben. Also wer sich noch nicht angemeldet hat zu dieser Stunde zum Tag der Lehre, möge sich durch diese kurze Workshop-Beschreibung motiviert fühlen, last minute bitte noch anmelden. Wir freuen uns sehr über die spannende Community am 19. Oktober. Danke euch beiden für den Danke. Beitrag.